Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Herr Kollege Zimkeit, wie auch immer ich mich dafür bedankt habe, dass Sie die Zwischenfrage, die ich eben gestellt hatte, beantwortet haben. Leider Gottes ist keine echte Positionierung der SPD herausgekommen gegenüber dem, was Sie vor ziemlich genau einem Jahr an diesem Pult aus meiner Sicht viel besser dargestellt haben. Wenn ich das mal als Bemerkung erlauben darf, das hat mir persönlich wesentlich besser gefallen, als Sie Folgendes sagten, und ich darf an dieser Stelle mit Erlaubnis des Präsidenten zitieren: Aus unserer Sicht braucht es ein finanzpolitisches Gesamtkonzept für mehr Steuergerechtigkeit, die angemessen alle Einkommensarten einbezieht, eine Finanzausstattung, die sowohl Ländern als auch Kommunen ermöglicht, in die Zukunft zu investieren, in Infrastruktur, in Bildung und eine solide Finanzpolitik, die den Schuldenabbau im Blick hält. All das wird von diesem vorliegenden Antrag ausgeblendet. Zitat Ende. Gemeint war der Antrag der FDP. Leistungsgerechtigkeit für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen wiederherstellen, Steuerzahler durch Abbau der kalten Progression entlasten. Damals hatten Sie auch gesagt, es sei Wahlkampfgeplänkel. Der CDU werfen Sie das hier und heute vor. Ich weiß gar nicht, wo wir im Moment Wahlkampf haben. Aber eins muss man doch mal ganz klar festhalten. Ihr Parteivorsitzender Sigmar Gabriel hat am 7.5. bei tagesspiegel.de erklärt, er stimmt zu. Die Forderung der SPD sei erfüllt. Es mag natürlich sein, und zwar, der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland muss bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen. Auch in Ihrer Rede vor einem Jahr haben Sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders hervorgehoben und deren Schutz eingefordert. Und im Prinzip hatten Sie damals gesagt, wir brauchen ein Gesamtkonzept, das läge nicht vor, also lehnen wir den Antrag ab. Heute sagen Sie, es läge keine Gegenfinanzierung vor. Diese wird aber durch Ihren Parteivorsitzenden eindeutig eingeschlossen und bestätigt, und zwar mit der Bezugnahme auf die erfreuliche Entwicklung der Steuereinnahmen. Also die SPD in Nordrhein-Westfalen scheint sich nicht so ganz grün zu sein mit der Bundes-SPD. Das hört man ja hin und wieder mal. Fakt ist aber, Ihre Argumentation ist widersprüchlich. Vor einem Jahr sagen Sie im Prinzip was anderes als heute. Aber wir von der Piratenfraktion sagen Folgendes. Ja, wir brauchen, und das haben wir nicht erst letztes Jahr gesagt und sagen dieses auch hier und heute, sondern schon 2012, als wir hier eingezogen sind. Steuerliche Gleichbehandlung von Einkommen aus Arbeit und Kapital. Ende der steuerlichen Privilegierung von Kapitalerträgen. Und wir brauchen eine umfassende Steuerreform, die ihren Namen verdient und die Steuerrecht und Steuern gerechter und transparenter gestaltet. Und nur das und alleine das ist zielführend. Dazu kann auch gehören, auch das hatten Sie, Herr Kollege Zimkeit, damals nicht ausgeschlossen, eine mögliche Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Gut, das scheint im Bund nicht durchsetzbar zu sein. Da hat sich die SPD ja nun von der CDU vereinnahmen lassen. Das wird nicht passieren. So, gleichzeitig fordern Sie aber auch, letztes Jahr, genau wie die Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen, die es immer wieder getan hat, auch eine Neuregelung der Erbschaftssteuer ein. Und auch soll darüber nachgedacht werden, wie eine Wiedereinsetzung der Vermögensteuer aufgenommen werden kann. Auch das hörten wir von Ihnen letztes Jahr an dieser Stelle und hier und heute nichts. Möglicherweise ist das diese konziliante Haltung gegenüber der Bundes-SPD. Naja, wissen Sie, wenn Sie mal was Gutes gesagt haben, darf man das ja hier auch durchaus erwähnen. Nur ich frage mich, warum Sie von dieser Position gegenüber dem letzten Jahr heute abgerückt sind, mehr oder weniger. Jedenfalls habe ich davon heute nichts gehört. Nur heute ist hier zu sagen, wo Sie doch fest verankert sind in der Bundesregierung, wäre natürlich auch ein Schuss nach hinten, weil Sie sind nämlich heute in der Position, im Bund eine entsprechende Steuerreform, ein gesamtsteuerliches Konzept neu aufzulegen. Und da sehen wir als Initiative von der Landes-SPD und dem Bündnis 90 Die Grünen nichts. Gerade eine große Koalition sollte nämlich die politische Macht haben, eine solche wirklich umfassende Steuerreform anzugehen. Schließung immer noch umfangreicher Steuerschlupflöcher. Wenn Sie von Gegenfinanzierung sprechen, da brauchen wir hier nur ins Land Nordrhein-Westfalen zu gucken, reicht doch völlig aus. Vermeidung aggressiver bzw. Verhinderung aggressiver Steuervermeidungsmodelle, das sollte angegangen werden. Der Finanzminister bestätigt und beteuert ja auch immer wieder, er ist dabei und OECD und, alles wird getan. Sie, SPD, haben selber einen Antrag gestellt, Drucksache 16-4465, wonach durch genau die Verhinderung bzw. Eliminierung von Steuervermeidungsmodellen pro Jahr im Bund 160 Milliarden Euro generiert werden könnten.
runtergebrochen auf NRW, da bräuchten wir uns über die kalte Progression nicht zu unterhalten, sondern da könnten wir tatsächlich über Steuersenkungen sprechen. Aber auch das ist natürlich Käse. Käse insofern, als es gar nicht hier um die kalte Progression geht. Hier geht es, das muss ich leider Gottes CDU und auch FDP vorhalten, ein wenig um Schaufensterpolitik, auch um Symbolpolitik. Doch, Herr Kollege Witzel, Sie haben eben selber vorgetragen, dass die Absenkung bzw. Beseitigung der kalten Progression gerade im Bereich der mittleren und kleinen Einkommen praktisch nichts bringt. Naja, wie auch immer halbherzig. 17 Euro mehr in der Tasche pro Jahr macht 1,40 Euro pro Monat. Ich glaube, das können wir vergessen. Ihre Redezeit, Herr Kollege. Danke, Herr Präsident. Ich komme zum Ende. Fakt ist jedenfalls, die Piratenfraktion fordert ein finanzpolitisches Gesamtkonzept. Das wäre eine Forderung, die in dem Bundesrat, die auf die Bundesebene zu tragen ist. Im Übrigen lehnen wir aufgrund des zuletzt genannten Arguments der Symbolpolitik die Anträge sowohl von CDU als auch FDP ab, beziehungsweise ich empfehle dies meiner Fraktion. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schulz.